So, liebe Freunde, wieder einmal ein Keuters Klartext aus dem Deutschen Bundestag. Mein Name ist Stefan Keuter, Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion, und ich möchte euch heute ein bisschen was über die Ukraine, über Russland und insbesondere über die Gasversorgung Deutschlands erzählen. Ja, wir hören ja im Moment, wenn wir den Fernseher anmachen, wenn wir die Parlamentarier der anderen Parteien hören, da wird eine Drohkulisse aufgebaut. Es würde Krieg in der Ukraine drohen, Krieg in Europa, die bösen Russen würden riesige Truppenkontingente zusammenziehen an der Grenze und würden wahrscheinlich in die Ukraine einmarschieren. In der Krim hätten sie es ja schon vorgemacht und außerdem würde uns die Energieversorgung abgeschnitten werden und Europa würde ohne Gas dastehen. So, dazu sage ich erstmal, das sind verschiedene Punkte, die wir anreißen. Wir fangen mit dem Gas an. Ja, wir haben eine weitere Pipeline gebaut, zusammen mit den Russen. Das ist ein Projekt mehrerer Staaten. Das ist nicht staatlich, das ist ein privatwirtschaftliches Projekt, um die Energieversorgung Deutschlands, aber auch Europas sicherzustellen. Jetzt mischen sich die Amerikaner ein, die riesige Angst dafür haben, dass Russland und Europa näher zusammenrücken und versuchen, Druck aufzubauen. Ja, diese Pipeline sollte nach Möglichkeit gar nicht in Betrieb genommen werden. Man würde sich von russischen Energielieferungen abhängig machen. Die Russen waren immer lieferzuverlässig. Selbst in den Zeiten des tiefsten Kalten Krieges haben sie immer zuverlässig Öl und Gas nach Europa geliefert. Sie haben natürlich auch ein Interesse daran. Sie sind sehr reich an Bodenschätzen und haben natürlich ein Interesse daran, diese Bodenschätze gegen Devisen zu verkaufen, nach Europa zu verkaufen. Wir sind ein zuverlässiger Partner, die Öl, Gas, andere Bodenschätze abgenommen haben. Wir haben ein Interesse daran, die Russen haben ein Interesse daran. Das ist eine Win-Win-Situation und wir dürfen unsere eigenen Interessen jetzt nicht durch amerikanische Interessen beeinflussen lassen und unsere Interessen für fremde Interessen aufgeben. Ja, dann wird immer behauptet, die Gasmengen, die Speicher in Deutschland leeren sich, das Gas wird knapp, der Russe sei daran schuld, weil er die Liefermengen reduziert hat. Das ist Bullshit. Was in den Medien hier nicht erwähnt wird, ist, dass die Russen die Gasliefermengen im letzten Jahr um 10% zusätzlich erhöht haben, weil große Nachfrage da war. Das Problem ist aber, dass die Russen ihre langfristigen Lieferverträge für billiges russisches Gas eingehalten haben, zusätzlich sogar noch mehr geliefert haben. Die Händler, die in Europa saßen, aufgrund der hohen Gaspreise ihr Gas verkauft haben, zum Teil sogar durch Polen in die Ukraine gepumpt haben, zum Teil nach China verkauft haben, aus der EU rausverkauft haben, teilweise zum Fünffachen des Preises, für das sie das Gas in Russland eingekauft haben, dann ist natürlich klar, dass der Binnenmarkt, der deutsche Markt, gasknapp wird und hier die Preise steigen. Das ist aber nicht der böse Russe, das sind die Händler bzw. ist eine mangelnde Aufsicht der deutschen Bundesregierung. Dann wird beklagt, ja, die Russen hätten die Gasmenge gedrosselt. Das ist nicht so. Es gibt aber politische Kräfte, die Einfluss darauf genommen haben, dass einige Pipelines in den Notbetrieb geschaltet werden, dass gar nicht mehr so große Mengen derzeitig transportiert werden können. Hiergegen protestieren wir aufs Schärfste. Wir sagen, die Energiesicherheit Deutschlands muss sichergestellt sein. Russisches Gas ist eine zuverlässige, günstige, saubere Energiequelle. Die müssen wir hier weiter nutzen. So, wir kommen zu der Situation in der Ukraine. Die Ukraine hatte zu dem ehemaligen Schwesterstaat Russische Föderation, damals noch unter dem Dach der Sowjetunion, lange Zeit ein gutes Verhältnis, dann ein gespaltenes. Worum ging es vor allen Dingen? Es ging um Geld, insbesondere bis zum Jahr 2014. Geld für Gaslieferungen, was die Ukraine so nicht bezahlen wollte oder konnte, beziehungsweise um Durchleitungsgebühren durch Pipelines, die durch die Ukraine liefen. Hier kam es mehrfach zu größeren Forderungen von der einen und von der anderen Seite in Milliardenhöhe. Hier hat man sich gestritten. Das verbuchen wir einfach mal unter einer wirtschaftlichen Auseinandersetzung. Aber man hat sich auch territorial gestritten, und zwar um die Ukraine. Der Westen hat sehr stark Einfluss darauf genommen, dass die Ukraine weggetrieben wird von Russland. Man hat versucht, einen Anschluss an den Westen zu machen, die Zündelungen auf dem Maidan. Da waren zahlreiche westliche NGOs, gigantische Mengen westlichen Geldes, aber auch Nachrichtendienste von den USA bis zu europäischen Staaten dran beteiligt, um hier eine antirussische Stimmung zu erzeugen und idealerweise die Ukraine in die NATO bzw. in die EU zu bringen. Man hat darauf abgezielt, den Russen den einzig ganzjährig freien Hafen zu nehmen, wo nämlich die Schwarzmeerflotte liegt, von der Krim aus erreichbar.
Und hier sind natürlich russische Sicherheitsinteressen betroffen, die Russland sich so ohne weiteres nicht nehmen lässt. Ja, dazu kommt noch, dass die Krim über 180 Jahre lang russisch war. Sie ist damals im Jahr 1774, 1780, so um den Dreh, im russisch-osmanischen Krieg vom Osmanischen Reich erobert worden, ist dann russifiziert worden und war dann 180 Jahre lang russisch, bis Chruschtschow im Jahr 1954 wegen einer einfachen Verwaltungsvereinfachung, sollte damals eine Eisenbahnlinie gebaut werden, die Krim der sowjetischen Republik der Ukraine angegliedert hatte und nicht mehr Russlands. Ja, und nach dem Zerfall der Sowjetunion ist die Krim ja erstmal bei der Ukraine verblieben. Die Bevölkerung der Krim ist allerdings russisch und man hat zweimal versucht, sich Russland anzuschließen durch Referenden, einmal im Jahr 1994 und dann einmal im Jahr 2014. Gerade im Jahr 2014 mit einer überwältigenden Mehrheit, Wahlbeteiligung fast 90% und einer fast 97%igen Zustimmung der Bevölkerung, die auf der Krim lebt, die zu Russland gehören wollten. Ja, Russland hat dann gesagt, wir wollen einen Bürgerkrieg verhindern. Wir gliedern es unserem Staatsgebiet an. Das ist aus geopolitischen Gründen von anderen Staaten der Welt nicht anerkannt worden. Ich sage aber ganz klar, die Ukraine ist russisch, sie wird nie wieder zur die Krim ist russisch und sie wird nie wieder zur Ukraine zurückkehren. Das ist gerade der Konflikt, der hier zwischen der Ukraine und Russland herrscht. Es gibt gewisse Scharmützel von Regionen Donbass im Osten der Ukraine an der Grenze zu Russland, die auch zu Russland gehören wollen. Hier herrschen gerade militärische Auseinandersetzungen und Putin möchte grundsätzlich, nachdem Ende letzten Jahrhunderts, Anfang diesen Jahrhunderts, 99 bis 2004, zahlreiche Staaten, die damals zur Einflusssphäre der Sowjetunion, später zu Russlands gehörten, sich der NATO angeschlossen haben und sich die NATO immer weiter Richtung Osten ausgedehnt hat und inzwischen gigantische NATO-Militärmanöver im Baltikum, in Polen stattfinden, gigantische Truppenkontingente westlicher Armeen an der russischen Grenze stehen, beziehungsweise weißrussischen Grenze im Osten des NATO-Einflussgebietes, möchte Russland jetzt über eine neue Friedensordnung in Europa bzw. an seinen Grenzen verhandeln. Es wird nicht ernst genommen, was passiert im Gegenzug. Es erfolgt eine Kriegstreiberei. Man sieht Russland und insbesondere Putin als den Bösen. Wenn man unser Fernsehen anmacht, man kann es sich kaum noch ertragen. Es kommen irgendwelche ukrainischen Politiker, ukrainische NGOs zu Wort, die eindeutig, einseitig berichten, ihre Meinungen kundtun. Und ich sage mal, es wird keinen Frieden in Europa, keinen Frieden in der Region geben ohne Russland. Man muss die Sicherheitsinteressen Russlands ernst nehmen. Wenn wir einmal zurückgucken in das Jahr 1962, da wollten die Russen auf Kuba quasi vor der Haustür der Amerikaner Atomwaffen stationieren. Das Schiff war schon unterwegs, als der damalige Präsident Kennedy gedroht hatte, es würde einen dritten Weltkrieg geben, sollte vor der Haustür der USA eine nukleare Bedrohung entstehen. Die Sicherheitsinteressen der Vereinigten Staaten waren ernst zu nehmen. So muss man heute auch die Sicherheitsinteressen der Russischen Föderation ernst nehmen. Und ich sage mal, diese Probleme können wir lösen, wenn wir Russland gegenüber nicht arrogant begegnen. Ein hoher deutscher Militär hatte das letztens in Indien gesagt. Er hat gesagt, Russland möchte Respekt und es ist nichts billiger, als diesen Respekt zu geben. Man will sich auf Augenhöhe oder sollte sich auf Augenhöhe begegnen. Das kann ich durchaus vertreten und ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, liebe Bürger, liebe Zuschauer dieses Videos, lasst euch nicht verunsichern. Es droht keine Kriegsgefahr in Europa. Der Russe hat nichts ferner im Sinn, als in die Ukraine einzumarschieren. Da hat er überhaupt gar keine Kapazitäten zu. Er möchte dies überhaupt gar nicht. Lasst sich auch nicht verunsichern. Wir hätten eine Energieknappheit und der Russe würde uns die Energieversorgung abdrehen. Auch das ist eine Mär. Der Russe ist auf unser Geld für diese Energielieferungen angewiesen. Die Volkswirtschaft der Russen ist gar nicht so groß, wie wir das glauben vermögen, hat etwa die Wirtschaftsleistung von Italien. Und da kann man sich keinen großen Krieg mit der kompletten westlichen Welt erlauben. Es ist gar nicht gewollt. Ich war in der letzten Legislaturperiode oft in der Russischen Föderation, habe auf hohen
politischen Ebenen gesprochen, auch über die Sicherheitsarchitektur, und ich habe immer wieder durchgespürt, dass die Russen sich ernst genommen gefühlt werden wollen, dass sie internationale Beachtung erfahren wollen und dass sie ein Stück Sicherheit an ihren Grenzen durch die Nachbarn garantiert haben wollen. Mehr wollen sie nicht, und meileibe, das ist doch nicht so schwer zu geben. Also nochmal, es droht keine Kriegsgefahr, glaubt den Medien nicht, und es droht keine Energieenge. In dem Sinne, hier aus Berlin alles Gute, euer Stefan Keuter.